Ich bin Etta, aka die Rapperin mit Rhythmus in der Seele. So, Reflex kaputt, wie sich das gehört. Friedhof ist auch besiegt. Sehr gut. War's das? Butch. Operation Stardust scheint ja gut zu laufen. Es sind nur noch zwei Bosse übrig. Alter Vater! What? Alter! Aquana! Hallo und herzlich willkommen zurück zu Butch spielt Pokémon Karmesin. Und wenn euch das gefällt, lasst doch gerne ein Like da, lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke, sodass ihr auch keine weitere Folge auf diesem Kanal mehr verpasst. Mit Aquana im Gepäck geht es jetzt schnurstracks zu Team Star. Der vorletzten Team Star Basis. Vielleicht schaffen wir heute auch die beiden letzten. Guck mal, nur durch das Gras hier geht die Framerate total runter. Egal. Ich werde rechtzeitig zum Klavierunterricht des jungen Herrn zurück sein. Richte bis dahin bitte meine Grüße an ihn aus. Alles klar, Senior Harrington. Oh. Bist du ein Freund des jungen Herrn? Keine Ahnung. Ah, schau an. Du scheinst ja gar nicht zu wissen, dass dies das Versteck der Ruckbad-Bande ist. Hierbei handelt es sich um die vom jungen Herrn Otis angeführten Feenmitglieder von Team Star. Ich glaube nicht, dass wir diese Informationen einfach so preisgeben sollten. Ihr habt ja eine riesige Basis mitten in der Pampa stehen. Glaubst du nicht, dass das ein bisschen auffällig ist? Oh, natürlich. Ich bitte um Verzeihung. Weißt du vielleicht, wer unser Gast hier ist? Vermutlich ein Feind von uns. Oh, verstehe. Du bist dem jungen Herrn also feindlich gesinnt. Kann sein. Verstehe. Wenn das so ist... Hä? Würdest du mir die Ehre eines kurzen Kampfes erweisen? Ja, machen wir. Wundervoll. Dann lass uns beginnen. Pokémon-Trainer Harrington fordert sich heraus. Pelzebub. Okay. So, welches Level haben wir da? 48 gegen 50, das geht. Das kann man machen. Klar. Blustert sich erstmal auf. Wir hingegen gehen direkt rein. Und das läuft gut. Das läuft doch schon mal gut. Brimano. Keine Ahnung, was das ist. Ah, guck mal, da gehen die Feen-Pokémon doch schon los. Ich glaube, ich darf Drache nicht einsetzen gegen die Feen, ne? Da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Eventuell sollten wir noch Pokémon austauschen. Weil gerade wenn es dann an den Chef der Bande geht, können wir keine Feen-Pokémon gebrauchen. Vielleicht sollten wir da wirklich nochmal gucken, dass wir was anderes ins Team aufnehmen. Ja, das ging gut. Und Fiaro hat ein verdientes Level dazu bekommen. Sieh mal einer an. Hervorragend, wirklich ganz ausgezeichnet. Du solltest jedoch wissen, dass die Fertigkeiten des jungen Herr Otis die meinen bei weitem übertreffen. Handle daher mit Vorsicht. Wenn man mich jetzt entschuldigen würde... Hasta la vista. Dieser Gentleman war mal der Direktor der Akademie. Glaub ich zumindest. Und jetzt gibt er dem Boss Nachhilfe, oder so? Jedenfalls kommt er manchmal her, um den Boss zum Unterricht abzuholen. Moment, warum erzähle ich dir das überhaupt? Dass du nichts Gutes im Schilde führst, steht ja nun fest. Ich sollte fix die anderen warnen gehen. Hasta la vista. Seid ihr eigentlich gezwungen, diese Zeichen zu machen jedes Mal? Werdet ihr sonst rausgeworfen? Ring, ring. Du scheinst die Wache losgeworden zu sein. Gut. Das ist das Versteck der Ruckbad-Bande, die aus den Feenmitgliedern von Team Star besteht. Der Boss, Otis, ist Team Stars Mechaniker. Er mag der jüngste der Bosse sein, aber er hat es ganz schön in sich. Du solltest ihn keinesfalls unterschätzen.
Außerdem ist er eher der herrische Typ, der anderen aus dem Hintergrund Befehle erteilt, ohne sich selbst aktiv am Kampf zu beteiligen. Allerdings neigt er dazu, sich schnell aufzuregen. Sobald er wütend genug ist, wird er sich sicher zeigen, um dich eigenhändig zu beseitigen. Vorerst bleibt dir nichts anderes übrig, als seine ganzen Rüpel zu besiegen. Halte dem Ansturm hartnäckig stand, bis Otis auftaucht, okay? Es ist Zeit, der Rogbat-Bande ein Ende zu setzen. Läute die Klingel, sobald du bereit bist, es mit ihren Mitgliedern aufzunehmen. Ich habe die Angst, dass es ganz schön schwer wird. So, der war jetzt schon Level 48. Müssen wir kurz gucken, was wir dabei haben. Wir haben natürlich ein Level 100 Pokémon in petto. Was wir aber nicht einsetzen sollten. Wir hatten sogar zwei Level 100 Pokémon. Ich finde aber nicht, dass wir die einsetzen sollten. Ganz ehrlich. Was ist denn stark gegenüber Feen-Pokémon? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Wir haben ein paar coole Pokémon eigentlich. Genau hier. Hirashai, Dragonier könnten wir noch trainieren, damit es sich entwickelt. Vielleicht sollten wir Dragonier wirklich mit reinnehmen. Aber Drachen-Pokémon waren, glaube ich, schwach gegenüber. Ich glaube, die waren schwach gegenüber Feen-Pokémon, wenn ich mich nicht ganz irre. Kann mich auch komplett irren, weiß ich nicht. Ein Arcani Level 59 hätten wir hier sogar noch. Ist das von mir? Oder habe ich das geschenkt bekommen? Weiß ich gerade gar nicht. Also wir haben einige Pokémon dabei, die uns hier wirklich unterstützen könnten. Ne? Eisenblatt Level 75 zum Beispiel. Aber das ist ja nicht Sinn der Sache. Was ist stark gegenüber... Was habe ich denn hier? Ein Ditto. Witzig. Schwierig. Müsste ich nochmal kurz nachgucken. So, Gift- und Stahl-Pokémon sind stark gegenüber Feen. Ich hab da nix. Und Kampfdrache, Unlicht sind anfällig. Das heißt, du musst weg. Ja. Du bist auch nicht. Also bei Londa hilft mir tatsächlich auch gar nicht so dolle. Der Knackrack muss auf jeden Fall raus. Oh Mann, ey. Hier muss ich echt mal gucken, was wir hier machen. Tatsächlich wäre Eisenblatt eigentlich ganz cool. Ja, Gift, Tarnpunkt. Ach Gott, wir haben nichts. Natürlich Gardevoir. Aber ist zu schwach. Tornupto würde sich irgendwie wie Cheaten anfühlen. Arcani könnten wir tatsächlich mit reinnehmen. Und Dragonier können wir gar nicht benutzen. Und Stahl-Pokémon? Wir haben ja gar keine Stahl-Pokémon. Wahnsinn. Okay. Nehmen wir es mal Arcani rein. Und versuchen dann unser Glück. Boah, das gefällt mir gerade gar nicht. Ich finde das gerade richtig schwierig. Okay, du kommst nach vorne. Ja, Froyal, Montecarlo. Eigentlich können die drei jetzt vorne bleiben. Das ist schon okay so. Drinnen können wir ja, glaube ich, alle heilen. Oder? Drinnen sind doch dieser Heildings. Und ich mache mal jetzt nochmal schnell hier. Ich weiß, das zieht sich gerade schon wieder. Es tut mir leid. Aber egal. Kann ich jetzt hier klingeln? Möchtest du Team Star mit den ersten drei Pokémon in deinem Team herausfordern? Ja. Achtung, Achtung! Butch von Operation Stardust wurde gesichtet. Alle haben sofort ihre Position einzunehmen. Beschützt den Boss. Es wird brenzlig, Leute.
Schafft es der Eindringling, 30 unserer Pokémon innerhalb von 10 Minuten zu besiegen, müssen wir den Boss um Hilfe bitten. Ja, kriegen wir hin. Ich sag einfach, dass wir es hinkriegen. Noch sieht's sehr gut aus. So. Funktioniert ganz gut, ne? Also ich wollte einfach wissen, ob wir nochmal, ob wir alle geheilt werden, aber es sieht ganz gut aus. So, 7 von 30, wo bleiben denn alle hier? Hummelufs, Knuddelufs. Ich glaube, man kann sogar an einer Stelle stehen bleiben und einfach darauf warten, dass halt neue Pokémon irgendwie losgeschickt werden. Ich habe mal das Gefühl, ich drücke die Tasten viel zu häufig. Ich glaube, ich muss gar nicht so viel drücken. Okay, über die Hälfte haben wir schon geschafft. Von daher läuft es eigentlich gerade ganz gut. Jetzt in die nächsten. Los geht's. So, renn einmal schön eine Runde rum. Das mache ich eigentlich immer ganz gerne. Kommen jetzt mal noch ein paar Pokémon. Guck mal. Da aus dem Nichts werden die einfach geworfen. So. Die kriegen auch keinen Schaden. Also die machen sich eigentlich gerade ganz gut. Ich hoffe, das bleibt so. Ich hoffe, dass sie genauso nützlich nachher sind im Endkampf gegen Otis. Was haben wir denn hier? Hier haben wir noch zwei. So, letztes. Fertig! Etwas mehr als 2 Minuten. Unser Schutzwall ist durchbrochen. Jetzt muss unser Boss auf den Plan treten. Ah. Otis, Boss von Team Stars Feenmitgliedern. Aha, du bist also Butch. Ehrlich gesagt bin ich etwas enttäuscht. Ich hatte jemand Bedrohlicheres erwartet. Aber egal, bedrohlich oder nicht, ich werde eh nicht verlieren. Es wird Zeit, dass du die weniger niedliche Seite des Feentyps kennenlernst. Okay. Otis von Team Star fordert dich heraus. Okay, da sind wir schon mal im Vorteil, das ist gut. Wenn ich mit dir fertig bin, wirst du heulend nach Hause rennen. Schauen wir mal. Würde ich jetzt nicht von Anfang an so unterschreiben. Okay, der springt hoch in die Luft. Hatte ich nicht eine Attacke, die... Hier, Zauberblatt, kann man nicht ausweichen. Ja, kann man ja anscheinend doch. Das ist eine Flugattacke, wa? Och, ist dir gerade klar geworden, wie viel stärker ich bin. Noch kannst du aufgeben. Den glaubst du ja wohl selber nicht. Ja. Oh, krass, wie dolle... Okay, warte, dann müssen wir mal kurz...
bisschen cheaten. Nein, Tränke sind kein Cheaten. Sonst hätte ich schon ganz oft gecheatet in diesem Let's Play. Ja, paralysiert. Das gefällt mir ja gar nicht. Gar nicht. Hier, Tropenkick. Haben wir noch Top-Genesung? Paralyse ist jetzt gar nicht mal so geil. Ja, haben wir. Sehr gut. Weil wenn man paralysiert ist, ist man automatisch auch langsamer. Und wir brauchen aber gerade unseren Tempovorsprung, damit wir eben als erstes angreifen können jedes Mal. Und schon wieder paralysiert. Ich glaube es ja nicht. Und er wird jetzt aber wieder Sprungfeder machen, ne? Ja. Wir müssen es irgendwie schaffen, nicht paralysiert zu werden. Aber wie? Das Einzige wäre vielleicht eine Beere gewesen am Anfang. Irgendwie so eine Parabeere. Ich weiß nicht mehr, welche das ist. Dass wir uns halt selber von der Paralyse heilen können. Komm schon. Ach, schon wieder. Das kann nicht wahr sein. Versuch's einfach weiter. Vielleicht setzt er ja mal was anderes ein. Anscheinend nicht. Anscheinend hat er keine anderen Attacken mehr. Ja komm, dann lass einfach das Pokémon auswechseln. Versuchen wir es halt mit Aquana. Warum denn nicht? Dafür haben wir sie doch im Team. So. Ah, reicht leider nicht. Ja, damit hätte ich rechnen können. Egal. Ja, Megakick. Und dann setzen wir auch gleich mal Daunenreigen ein. Okay, Knuddeluff kommt erstmal. Wir setzen Daunenreigen ein. Um natürlich die Attacke zu schwächen. Wenn man sowas mit Knuddler einsetzt, ist zwar sehr effektiv, bringt ihm aber nicht viel. Gerne so einen Quatsch einsetzen, aber das ist uns dann relativ egal. So. Mega Kick. Atz. Ah. Nein. Mailunda hat sich verliebt. Schade. Gott, wir sind auch viel zu schwach jetzt. Das ist Stabverliebe. Ja, habe ich mir gedacht. Mist. Aber zumindest haben wir es geschafft, dass Knuddeluff sehr eingeschränkt ist in seiner Angriffskraft. Komm schon, hau zu. Nee, wird nichts. Okay, dann müssen wir ein anderes Pokémon einsetzen. Gut, dann ist das so. Was haben wir da? Könnten jetzt schon Arcani einsetzen? Es ist wichtig, das alles ganz langsam zu machen, ja? Das ist wirklich dolle wichtig. Turbo-Tempo! Was? Klar, Angriff geschwächt, aber wir haben ja auch Spezialangriff. Dann ist uns das relativ egal. Ich würde jetzt wirklich noch versuchen, bei Londa einzusetzen, damit wir... Buckel kommt als nächstes. Okay, dann kommt jetzt erstmal Buckel. Buckel, ein gebackener Dackel. Okay.
Ach, Unlicht wird ja jetzt gar nicht so effektiv sein, ne? Ja. Ich Idiot. Setz selber Knirsche ein. Ja, macht auch nicht so viel. Egal. Komm, machen wir mal Schaufler. Und putz. Okay. Bringt einfach gar nichts. Was ist Buckel für ein Typ? Ich weiß es nicht. Ah, natürlich. Ist ein Feuer-Pokémon. Ah, obwohl, ist es ein Feuer-Pokémon? Es steht einfach noch, also... Na, vielleicht dann lieber... Warte mal, dann müssen wir... Dann sollten wir vielleicht doch bei Londa einsetzen. Ah, dann müssen wir uns erstmal auffrischen. Das kriegen wir aber auch hin. Dann müssten meine Wasserattacken ja recht effektiv sein. So, Wogentanz. Mal sehen, wie du hiermit klarkommst. Erlebe die knallharte Kraft meiner knuffigen Pokémon. Problem ist, Knuddler ist halt effektiv, weil wir halt auch Typ Kampf sind. Das bringt gar nichts. Aber wir sind jetzt ein bisschen schneller. Eventuell können wir jetzt einfach noch einen Wogentanz einsetzen. Einfach um ein bisschen KP gut zu machen. Ne? Das ist wirklich, wir sind zu weit hinten. Er wird jetzt nochmal Knuddler einsetzen und wir sind weg. Damit habe ich gerechnet. Das ist okay. Wir müssen bei Londa auf jeden Fall nochmal wiederbeleben, damit wir dann beim letzten Pokémon da Dings machen können. Ne? Ist klar. Gut, Fiaro erstmal. Und wir nutzen jetzt Fiaro tatsächlich als Backup erstmal. Wir müssen jetzt erstmal eine ganze Menge gut machen hier. So. Jetzt wird er erstmal geheilt. Dann kann er da oben erstmal machen, was er will. Cooler Augen interessiert uns nicht. Nee. Ach komm, diesen ja kaputt. Dann müssen wir die erstmal wiederbeleben. Wir haben ja Zeit. Wir nehmen uns auch einfach die Zeit. Nein, Leber bitte. Fiaro hält auch noch ein bisschen durch. Das ist jetzt gar nicht so das Problem. Also mal Froyal erstmal auch stärken. Die anderen beiden kann ich dann mit Hypertränken heilen. Ach, die sind ja ganz oben. Die sind ja ganz oben. Jetzt trotzdem erstmal die Frage, was wir einsetzen. Eventuell schaffe ich es mit Fiaro. Dass wir mit Fiaro hier den Wautzi besiegen können. Suchen wir auch gleich mal, aber erstmal nochmal heilen. Dann können wir hier auch gestärkt in den finalen Abschnitt des Kampfes gehen. Gerne nochmal Knirscher. Wir kommen damit klar. Wir setzen jetzt... Ja, was setzen wir eigentlich ein? Was sind hier die stärkste Attacke, die wir haben? Arioras. Naja, probieren wir es mal. Nicht so effektiv. Dann versuchen wir es mal mit Nitro-Ladung. Ach ja, Knusperkruste. Ah, ich Idiot. Deswegen habe ich doch keine Feuerattacken mehr eingesetzt. Aber guck mal, es brennt. Ja, war die Hitze doch vielleicht ein bisschen zu dolle. Das müsste eigentlich auch reichen. Das müsste jetzt eigentlich auch reichen. Ja, gut, Buckel ist weg.
Sehr gut. Und jetzt kommt Knattertox. Hä? Hier ist doch was faul. Warum bin ich derjenige, der in die Ecke gedrängt wird? Nebelerzeuger? Das gefällt mir erstmal gar nicht. Gut. Sehr schön. Zauberturbo. Das klingt gar nicht gut. Ich befürchte, dass das gegen Bailonda richtig effektiv sein wird. Also wird es definitiv. Wir haben auch nichts sehr Effektives. Wir können jetzt nur hoffen, dass wir mit Daunenreigen ein bisschen Attacke runter machen können. Eisenwalze. Nicht sehr effektiv. Sehr gut. Nebel ist wieder weg. Auch sehr gut. Und jetzt wird hier Attacke gesenkt. Aber richtig. Ich bin ein bisschen erstaunt. Gut, der will natürlich, dass ich mich selber verletze. Ist ja auch verständlich. Lassen wir so aber nicht zu. Bailonda, du schaffst das. Jawohl. Dass der einfach keinen Schaden mehr machen kann. Das ist wichtig. So, dann tut's nämlich auch nicht so weh. So, ein Megakick. Zieht schon ein bisschen mehr ab. Das ist gut. Vielleicht sollten wir sogar nochmal Daunenreigen einsetzen. Ist nicht mehr verwirrt. Sehr gut. Das gefällt uns sehr. Wir schaffen es auch nochmal. Noch ein Fußstrahl. Ja, ich erkenne deine Strategie. Aber nicht so schlimm. Komm schon, du schaffst das. Du schaffst das, Bailonda. Ja. So, jetzt müsste ich mal gucken. Müsste ja jetzt ganz im Keller sein. Ja. Angriff komplett runter. Sehr gut. Dann können wir nochmal einen Megakick einsetzen. Und du schaffst das auch. Du schaffst das auch. Jawohl. Gut. Jetzt werden wir wechseln. Wir gehen jetzt auf Arcani, einfach weil es gerade das Stärkste ist. Ja, so habe ich mir das erhofft. So, wir versuchen es erstmal mit Flammenwurf. Läuft. Läuft. Machen wir weiter so. Oh, ich hoffe, das schindet jetzt nicht noch ein bisschen Zeit raus. Komm schon, Arcani. Ah. Okay, damit war zu rechnen, aber nicht so schlimm. Nicht so schlimm. Wir sind wahnsinnig im Vorteil, ja. Wir haben wirklich, wir stehen sehr gut da. Jawoll. Hätte jetzt eigentlich noch anfangen müssen zu brennen, dann wäre es wirklich perfekt gewesen. Egal. Ach komm, Flammenwurf. Wenn dann richtig. Komm schon, Arcani. Jawohl. Knattertox wurde besiegt. Was? Wie konnte ich nur verlieren? Warum? Warum nur? Ein Jahr und einige Monate zuvor. Warum? Dein Spielzeugauto hat sich kein Millimeter bewegt. Es heißt Starmobil und es ist kein Spielzeugauto. Ich habe die ganze Nacht lang daran gearbeitet. Dem Teil fehlt es eindeutig noch an Energie.
Es ist einfach zu schwer, um nur von zwei Knabbern bewegt zu werden. Schade, die Fieslinge an der Akademie hätten echt dumm aus der Wäsche geguckt, wenn wir es zum Laufen gekriegt hätten. Sorry, Leute. Es besteht kein Anlass, entmutigt zu sein. Solch eine imposante Vorrichtung eigenhändig herzustellen. Ihr seid wahrlich ein Genie, Otis. Tja, aber was bringt uns das, wenn es nicht funktioniert? Ich hätte einfach meine Mutter bitten sollen, uns ein Auto zu kaufen. Weißt du, wenn du sowas sagst, wundert es mich nicht, dass manche dich nicht für voll nehmen. Hä? Reg dich ab, Irsa. Nein, tue ich nicht. Bei der Gründung des Teams haben wir uns geschworen, nicht mehr auf unsere Eltern oder Geld angewiesen zu sein. Es steht auch im Kodex. Ja. Wenn das Teil nicht funktioniert, musst du es eben reparieren. Wenn es mehr Energie benötigt, dann sorg für mehr Energie. So einfach ist das. Aber wie? Wir könnten ein paar Knabbern trainieren, sodass sie sich entwickeln. Und dann verwenden wir ihre gesteigerte Feuerkraft für das Starmobil. Die Zeit bis zur Operation Star ist jedoch knapp bemessen. Wird es euch rechtzeitig gelingen? Klar, ich krieg das hin. Yasita. Yasita hat manchmal eine große Klappe, aber sie meint es nur gut. Ich weiß. Na, so ein Mist. So ein Mist. Diese Niederlage ist sehr bitter für mich. Aber ich muss zugeben, dass du es echt drauf hast. Wer verliert, muss den Posten als Boss abtreten. Das besagt der Kodex. Alles andere wäre ein Verrat am Team. Ah, mir bleibt hier keine Wahl. Hier, nimm schon. Ich hoffe, du weißt, was für eine Ehre das ist. Die Straße der Sterne. Team Stars Feenmitglieder besiegt. Wenn du mich schon ausnimmst, kannst du auch gleich noch meine Lieblings-TM haben. Zauberschein. Der Anwender feuert einen mächtigen Lichtblitz ab, der gegnerischen Pokémon Schaden zufügt. Das klingt gut. Hat dir mal jemand gesagt, wie nervig du bist? Wirklich krass, krass nervig. Aber auch krass stark, das muss ich zugeben. Selbst mein Starmobil hast du total demoliert. Junger Herr. Senior Harrington. Sie sind hier, um mich für meine Klavierstunde abzuholen? Ich bin gerade als Boss zurückgetreten, daher kann ich jetzt wohl nach Hause gehen. Nein, ich bin mit einem anderen Anliegen hier. Ich würde Ihnen gern jemanden vorstellen. Es handelt sich dabei um einen Bekannten von mir. Hi, ich bin Leval. Okay, und warum bist du hier? Chill, Alter. Ich hatte gehofft, du könntest mir eine Frage beantworten. Was hat dich als Sohn einer reichen Familie und Erben eines großen Modeimperiums dazu bewogen, Team Star beizutreten? Wow, aus heiterem Himmel gleich so eine Frage. Du hast echt keine Manieren, was? Ich bin aus genau dem gleichen Grund im Team wie die anderen auch. Ich wurde gemobbt. Also gab es tatsächlich ein Mobbingproblem an der Akademie? Dass man davon nichts weiß, wundert mich kein Stück. Heutzutage herrscht an der Akademie ja auch Friede, Freude, Eierkuchen. Die Mobber von damals gehen nicht mal mehr auf die Akademie. Wie ist das denn passiert? Als ehemaliger Direktor der Akademie bin ich in der Lage, diese Frage zu beantworten. Senior Harrington. Vor etwa 1,5 Jahren lehnte sich Team Star gegen die Schüler auf, von denen sie gemobbt wurden. Die Sache ging zwar glimpflich aus, bildet aber dennoch ein beispielloses Kapitel in der Geschichte der Akademie. Der Vorfall führte dazu, dass die für das Mobbing verantwortlichen Schüler einer nach dem anderen die Akademie verließen. Aber darüber gibt es in der Akademie keinerlei Aufzeichnungen. Nein, der damalige stellvertretende Direktor sorgte dafür, dass jegliche Unterlagen bezüglich des Vorfalls vernichtet wurden. Er hat die Unterlagen vernichtet? Aber warum? Als ich damals überlegte, wie ich mit Team Star verfahren soll, kam jemand aus der Schülerschaft auf mich zu. Diese Person, deren Identität ich anonym halten werde, wollte die volle Verantwortung für die Handlungen des Teams übernehmen. Im Gegenzug sollte ich die anderen Mitglieder von Team Star von jeglicher Schuld freisprechen. Was? Das höre ich zum ersten Mal. Ich willigte ein und verzichtete darauf, Maßnahmen gegen Team Star zu ergreifen. Besagte Person verpflichtete ich derweil dazu, 1,5 Jahre im Ausland zur Schule zu gehen. 1,5 Jahre im Ausland?
Das sollte keine Strafe sein, musst du wissen. Ich war mir bewusst, dass es sich bei Team Star letztendlich um Opfer von Mobbing handelte. Ich wollte dieser Person eine Auszeit gönnen, fernab von dem, was hier passiert ist. Deshalb habe ich sie unter dem Vorwand eines Schuljahres im Ausland zurück in ihre Heimat in der Galar-Region geschickt. Der damalige stellvertretende Direktor hat aber die Aufzeichnung zu dem Vorfall vom Server gelöscht. Damit wollte er sich wohl seiner Verantwortung entziehen. Die Sache vertuscht? Das ist empörend. Als das ans Licht kam, wurde er natürlich angemessen bestraft. Allerdings sind die anderen Lehrer und ich nicht unschuldig. Schließlich haben wir es versäumt, diesen Skandal zu unterbinden. Ich übernahm dafür die Verantwortung, indem ich von meinem Amt als Direktor zurücktrat. Letztendlich schloss sich mir die gesamte damalige Lehrerschaft an und kündigte. Deshalb wurden die Lehrer vor 1,5 Jahren also komplett ausgetauscht. Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um mich aufrichtig für all den Ärger zu entschuldigen, den ich der Akademie bereitet habe. Und wieso erzählen Sie uns das ausgerechnet jetzt, Senior Harrington? Junger Herr, Team Star kann nicht wie bisher weitermachen. Ich wollte Ihnen eine Gelegenheit bieten, dies einzusehen. Ich kann doch nicht meine Freunde verraten und einfach ohne sie wieder zur Akademie gehen. Deine Kameraden von Team Star bedeuten dir sehr viel, nicht wahr? Ist das nicht offensichtlich? Sie sind mein allergrößter Schatz. Butch, Otis hat dir seinen Teamorden gegeben und damit seinen Boss-Status abgelegt, oder? Ja. Verstehe. Jetzt, wo sie ihren Boss verloren haben, sollte dies das Ende für die Ruckbad-Bande sein. Otis. Entschuldige, jetzt ist nur noch ein Boss übrig. Dass die Operation so gut vorangeht, ist dir zu verdanken, Butch. Doch auch Leval hat sich als Unterstützung gut geschlagen. Er meinte ja, dass ihr zwei befreundet seid. Kennt ihr euch schon lange? Ja, seit kurzem. Er ist in jedem Fall ein guter Freund. Erinnert mich fast an die anderen früher. Die anderen? Wie du bereits weißt, hat sich Team Star aus Schülern gebildet, die in der Akademie gemobbt wurden. Kurz nach der Gründung von Team Star haben die Bosse ihre Peiniger konfrontiert. Team Star ging als strahlender Sieger hervor, obwohl es eigentlich gar nicht zum Kampf kam. Die Schikanierer haben nämlich einfach widerstandslos aufgegeben. Sie fürchteten sich so sehr vor Team Star, dass sie einer nach dem anderen die Akademie verließen. So standen die Mitglieder von Team Star plötzlich als Bösewichte da. Aber egal, diese Geschichte spielt jetzt keine Rolle. Ich schulde dir noch eine Belohnung. Lass mich schnell einige LP auf dein Handy übertragen. Nutze diese neuen TMs, um den letzten verbleibenden Boss zu besiegen. Außerdem wird dir der Versorgungstrupp eine zusätzliche Belohnung übergeben. Hallo, da bin ich. Nichts da. Bleib ja, wo du bist. Wow, ich wusste gar nicht, dass Team Star so eine Vorgeschichte hat. Eigentlich wollten sie Mobbing bekämpfen, doch dann wurden sie als die Bösen abgestempelt. Echt grotesk. Die Ahnungslosigkeit der Schüler und Lehrer ist so dermaßen frustrierend. Hätten sie es einfach mal gemerkt, als die Leute gemobbt wurden, dann wäre sofort klar gewesen, dass Team Star nicht die Bösen sind. Aber hey, hätte man eigentlich wissen müssen, dass solch eine Kampfansage an dieser lachhaften Akademie nach hinten losgehen würde. Zu denken, dass man durch die Gründung von Team Star etwas Gutes bewirken könnte. Big Boss ist echt der größte Idiot von allen. Ich glaube ja, du bist Big Boss. Und du warst 1,5 Jahre im Ausland, deswegen kennt dich auf der Schule nämlich auch keiner, nicht mal die Lehrer. Und jetzt versuchst du, Team Star aufzulösen. Und du bist nämlich auch Cassiopeia, Cosima. Das glaube ich nicht.
Ich bin mir da sicher. Ganz sicher. Hier, die Belohnung für dieses Mal. Der nächste Boss ist der letzte. Du schaffst das, Butch. Und ich will deinen Rucksack haben. So. Nächste Woche also die letzte Basis von Team Star. Das wird nochmal ganz interessant. Ich glaube, wir kriegen das hin. Wenn ihr das gerne sehen wollt, lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr es auch nicht und ihr kriegt Bescheid, wenn die nächste Folge online geht. Ansonsten gibt es ja auch über die Woche noch ganz andere Let's Plays und guckt ihr euch auch gerne an. Und dann sehen wir uns ansonsten nächste Woche wieder. Bis dahin, halt die Ohren steif, habt eine schöne Woche und tschüss.